Ich heiße Miriam und komme aus Cote de los Vinos, das ist eine Stadt in Tenerife. Ich bin hier in Cote de los Vinos geboren und aufgewachsen und ich habe die Primarschule und das Gymnasium in Cote besucht. Mein Vater heißt Freddy und meine Mutter heißt Fatima. Ich lebe mit ihnen und mit unserer Katze. Ich habe keine Geschwister. Als Kind wollte ich Schriftstellerin werden, aber oft wird alles ganz anders. Nach dem Gymnasium mit 18 Jahren dachte ich, ich habe immer gerne gelesen und die englische Literatur gefällt mir. Deshalb habe ich englische Philologie an der Universität studiert. Und dann habe ich einen Master in Linguistik gemacht. An der Universität habe ich zwei Praktika gemacht. Zuerst an der Universitätsbibliothek und nachher in einem Museum. Ich habe sehr gern an der Bibliothek gearbeitet. Deshalb lerne ich für die Staatsprüfung. Jetzt lerne ich auch Deutsch, weil ich gerne andere Sprachen kennenlerne. Das ist für mich sehr wichtig, andere Kulturen, neue Ideen entdecken. Ich möchte auch in der Zukunft reisen. Im letzten Sommer war ich in London und das war sehr lustig. Ich möchte durch Europa reisen und die alten Städte in Mitteleuropa besichtigen. Meine Lieblingsmusik ist klassische Musik. Deshalb werde ich vielleicht auf das Neujahrskonzert in Wien gehen. Aber im Moment ist das nur ein Traum. Zuerst muss ich einen Job finden und Geld verdienen.